Hey und willkommen zurück zu Game Dev Tycoon. Vorhin haben wir, beziehungsweise gestern, haben wir ja etwas mehr Geld eingespielt durch unser wundervolles Spiel. Ich habe gerade eine Fail-Aufnahme gehabt. Auf jeden Fall möchte ich euch das kurz erklären. Wir hatten gerade Fans, die ein Fanprojekt gemacht haben und wir sollten sie stoppen. Aber ich habe sie natürlich nicht gestoppt, denn Fans sind Fans, ne? Ich habe auch heute einen Gast dabei. Hallo Jason. Hallo. Das ist mein neuer Mitarbeiter. Der wird heute mit mir ein bisschen mitentwickeln, beziehungsweise auch morgen, wer weiß. Und ja, Jason, was würdest du denn gerne mal für ein Spiel entwickeln? Irgendwas Lustiges mit Action. Action hatten wir gerade, deswegen geht das nicht. Okay. Ansonsten kriegen wir schlechte Bewertungen. Okay, dann überlegen. Ein Rollenspiel? Ja. Ein Ja, Rollenspiel. machen. Okay, du darfst den Namen gerne aussuchen. Oh, also Namen bin ich sehr, sehr schlecht, ne? Ja, ich auch. Dann nennen wir es Dragon and Dragons. Okay. Wir machen ein mittleres Spiel für alle, natürlich. Thema wählen. Natürlich Dungeon. Genre, natürlich Rollenspiel. Hier steht großartige Kombination. Ich weiß. PC. Spielengine, die Unreal 2. Weiter. 3D-Grafik muss. Muss. Beim Rollenspiel bin ich der Meinung, muss 3D-Grafik drin sein. Oh. Vielen Dank. Hallo, ich bin Dennis Reed, die Chefentwicklerin des. Achso, der Chefentwickler. Ne, die Chefentwicklerin. Achso, Denise Reed. Interessant. Die Chefentwicklerin des Fangames von Action Pierce. Ich habe kürzlich erfahren, dass ihre Rechtsabteilung ihn nahegelegt hat, gegen uns vorzugehen. Und ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich Ihnen sehr dankbar dafür bin, dass Sie sich dagegen entschieden haben. Vongrya ist das beste Unternehmen der Welt und ich bin stolz darauf, ein Teil der Fangemeinschaft zu sein. Fans, 262 Fans haben wir dazu bekommen. Das ist doch super. So, natürlich, man muss einfach sagen, ein Rollenspiel gehört Story und Quest, ne? Ist einfach so. Ja. Ist einfach so. Da gibt's nicht zu ruckeln. Action Pures hat uns 1,8 Millionen gegeben. Jason, davon kannst du dir einen Ja. Ferrari kaufen. Ja. Ah, wenn unser Spiel nicht genauso viel kosten würde, was wir jetzt entwickeln werden. Ja. Künstliche Intelligenz. Dialoge, ne, ist ja klar. Level Design kann etwas runter, künstliche Intelligenz. So. Bist du damit einverstanden? Ja. Ja? Okay, dann bringen wir das so weiter. Sehr schön. Wir haben 104, 5, 7, 8 Forschung. Okay, das ist zu viel. Wir müssen langsam wieder forschen. Okay, hier ist natürlich wichtig die Spielewelt. Ganz wichtig. Bin ich so ein bisschen überarbeitet, aber so ist das Leben als Manager. Und raus damit. Das Spiel wird der Knüller, Jason. Der Knüller. Hoffe ich. Ja, ich hoffe es auch, ansonsten sind wir bankrott. Ich mag eigentlich mein Büro. Ja. So, da ist der letzte Bug auch rausgemerzt. Und da kommt die. Oh, das wird so gut. Ich spüre es. Spiel veröffentlicht. Auf geht's. Spielebewertung. Okay, Star Games wurde gekauft. Genauso. Wollen die mich verarschen? Was sind das für Bewertungen? Moment, sehe ich gleich. Ich hätte eine 10 erwartet. Frechheit. Was? Okay, Jason, hol die Fackel, wir Ja. brennen den Laden ab. Okay. Ah, das war nicht gut. Das war echt nicht gut. Ich habe ehrlich gesagt mehr erwartet. Wirklich mehr. Aber leider, leider haben sie uns nicht mehr gegeben. Ja, muss ich wohl ein bisschen forschen jetzt hier in gewisse Dinge.
Neues Thema vielleicht? Ne. Marketing könnte ich noch erforschen. Okay. Jason, das war nicht gut. Das war nicht gut. Was für ein Spiel bringen wir raus? Okay. Also Action hattest du ja schon, Ja, aber das dann könnte man Rollenspiel. jetzt theoretisch rausbringen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ankommen könnte. Irgendwas, vielleicht Horror? Horror, meinst du? Ja. Das ist eine gute Idee. Bringen wir einen Horror raus. Ja, das ist eine gute Idee. Das kennen wir alle schon, liebe Freunde. Das kennen wir alle schon. In den Urlaub schicken. In den Urlaub schicken. In den Urlaub schicken. Und dann schicke ich auch in den Urlaub. So, in der Zeit kann ich an der neuen Engine arbeiten. Einfache Zwischensequenzen, bessere Dialoge, Open World, Mono Sound. Das ist doch, was die Leute haben wollen. Und wie nennen wir unsere Engine? Weil du ja heute Gast bei mir bist, nenne ich sie Jace, Unreal Jason. Okay, gut. Unreal Jason 1. Alles klar. Solange die halt im Urlaub bin, arbeite ich ein bisschen in der neuen Engine. Und sobald sie wiederkommen, können sie ja gleich mitarbeiten. Test wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Alles klar. Ich trinke mal eben einen Schluck und halt mal kurz die Leute. Ja. Also. Okay, gleich fertig. Gut, danke für die Unterhaltung. Jason ist übrigens ein Freund von mir, mit dem ich öfter mal ein gewisses Spiel spiele. Jason, welches Spiel rede Ja. ich? Smite. Das ist vollkommen korrekt. Und. Ja, CSGO kann man Ja. zurzeit leider nicht mehr spielen. Ja, Nee, zur nicht. Zeit ist es Hacker verseucht. Ja. Okay, es gibt keine Trends momentan. So, die neue Engine ist raus, Jason. Jetzt kommt das Horrorspiel, wie du gesagt hast. Okay, gut. Wir nennen es Sladder. Okay. Horror. Genre. Ja, was soll es sein? Action, Abenteuer, Rollenspiel, Simulation, Strategie. Ein Strategie-Horror wäre ein bisschen, ne? Abenteuer, ne? Ja. Ja, darauf wollte ich nehmen, Und auf dem PC? ja. Ja, Okay, auf dem PC, alles klar. Und die Unreal Jason 1. Machen wir ein mittleres Spiel, damit es halt ein bisschen größer ist, ne? Machen wir ja. für Erwachsene oder für alle? Erwachsene würde ich nehmen, weil, ja. Okay, das ist jetzt dein Spiel. Wenn Was ich soll. arm gehe, bist du schuld. Okay, ja. Ja, das ist jetzt dein Spiel. Ich werde jetzt hier dran nichts fummeln. Du wirst mir genau sagen, was du gerne haben möchtest. Okay. Bei Jason dauert das leider etwas, denn wir machen das über eine Übertragung. Anders würde es leider nicht gehen. Ja. Okay, also. Sorry, Quest würde ich ein bisschen weiter runter machen. Wie weit runter? So zur Hälfte. Zur Hälfte? Okay. Gameplay. Ja, so ein. So, vielleicht ein Viertel von. Ja. Ein Viertel von Story? Ja. Okay, ja. Engine? Ja, Engine auch Hälfte. Okay, das ist interessant, alles klar. Da bin ich mal gespannt. Also, wenn das funktioniert, dann lade ich dich öfter ein. Ja, der Test ist vom Markt genommen. Ich weiß, 130. Wir haben nur noch 1,2 Millionen. Das ist nicht viel. So. Warte mal wieder einen kleinen Moment. So, siehst du es? Ja.
Dialoge in einem Horrorfilm, Horrorspiel. Ah, ein bisschen Dialoge braucht man schon. Ich würde sagen, vierte. Ja, doch. Okay. Weiter? Level Design würde ich ein, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte machen. Okay, alles klar. Ja, künstliche Intelligenz. Bisschen, auch so ein bisschen mehr als die Hälfte. Okay, dann habe ich das jetzt so und so finde ich das auch gut. So, Freunde. Mono-Sound auf jeden Fall. Ich bin wieder ein bisschen überarbeitet. So. Siehst du es, mein Guter? Ja. Also, AFIG in einem Horrorfilm, da würde ich schon sagen, ein bisschen höher, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay, habe ich. Ja, Sound. Glaube ich, würde ich so lassen, weil Okay. Horrorspielen guten Sound ist schon. Die Weltdesign würde ich, ja, Bisschen dick runter. runter machen. Ja. Okay. Und dann bringen wir es raus, das Spiel, würde ich sagen, ne? Ja. Alles klar. Hi, Chef, ich habe ein Talent. Ja, Sicherheitsfragen. Okay, ja, hier bitte. Alles klar, danke, Chef. Da kriegen wir viele Punkte auf Technologie, mein Guter. Kein Problem. Mal sehen, ob es ein neuer Rekord der Technologie wird. Ja, beides neuer Rekord. Da hast du dich übertroffen. Ja. Charakterentwicklung und verbesserte KI. Das ist gut, das ist gut. So, jetzt kommt's drauf an, mein Guter. Jetzt kommt's drauf an. Slatter die Bewertungen. Ja, die kommen gleich erst bei mir. Ich sag dir noch nichts. Wenig aufregend war es. Ich würde sagen, wir fucken die Menschen ab. Ja, gut. War jetzt nicht so, ne? Ah, das war nicht das beste Spiel. Das stimmt wohl. Aber dafür haben wir ja auch Publisher-Verträge. Irgendein Thema, Strategie. Ja, irgendein Thema, Strategie, das kann ich gut. Hier, okay, wir sind einfach hier. Irgendein Thema und Strategie, dann würde ich Weltraum sagen. Und ein Weltraumstrategiespiel, das ist ja wohl der Hammer, oder nicht? Ja, eigentlich schon. So ein bisschen Star Wars vielleicht. Was ist Star Wars? Das kenne ich ja gar nicht. Das ist leider noch nie entwickelt worden. Strategie, da braucht man Gameplay auf jeden Fall. Engine auch. Story ist ja eher negativ, würde ich sagen. Ja. User joined your Hey, wollt channel. ihr vorhin zocken? Mann. User left your channel. Ja. So. Dialoge. Level Design bei Strategie etwas höher, genauso wie die künstliche Intelligenz. So. Open World im Strategiespiel wäre jetzt nicht so gut, oder? Nee, nicht unbedingt. Ich würde sagen, da haben wir mal alles mittig. Also, Slither hat uns nur 500.000 gegeben, mein Guter. Und
500.000 ist nicht viel, das weißt du, ne? Das weißt du. Ja. Ah, jetzt waren auch noch meine Leute in der Gehaltserhöhung. Ja, super. Die Bewertungen sind da. Ja, alles klar. Da haben wir den Publisher doch zufrieden gemacht. Da bin ich doch auch zufrieden. So, da geht das Geld auch schon in die Kassen. Übersurf, das Spiel hat er von. Ja, freut mich auch. Jetzt kriegen wir nämlich auch Fans. Ja, das Spiel war jetzt. Ja, ja das Spiel war viel besser als meins. Das war nicht unser Spiel, das haben wir für einen Publisher gemacht, damit wir Fans bekommen. Ah, okay. Und jetzt haben wir auch. Wir haben dadurch jetzt, glaube ich, 5000. Ach, Quatsch, noch mehr Fans bekommen. Die G3 ist wieder, meine Freunde. Da werden wir gerade eingeladen. Ja, ja. So, Jason. Aber ich würde sagen, wir beide gönnen uns jetzt einen Feierabendskaffee oder Bierchen. Okay. Und, liebe Leute, ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Wann ihr auch immer dieses Video eingeschaltet habt, frühs, morgens oder auch mittags, je nachdem, wann ihr dieses Video eingeschaltet habt. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns wieder. Morgen.